Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Best Cydia Apps. Der erste Teil ist auch nochmal hier verlinkt. Könnt ihr einfach rauftippen. Und ja, einige Apps habe ich euch ja schon vorgestellt. In diesem Video wird es noch ein paar für das iPad geben. Aber dieser Tweak ist erstmal für das iPhone und den iPod Touch und nennt sich HomeChords. Kostet 99 $ in Cydia. Und hiermit könnt ihr halt schnell einen Anruf tätigen oder eine E-Mail schreiben. Ja, wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe als Aktivierungsmethode kurz auf die Statusbar tippen ausgewählt und da kann ich dann hier halt einige Leute anrufen, also den ersten Kontakt und den zweiten Kontakt. Wie ich das Ganze eingestellt habe, das zeige ich euch gleich nochmal. Hier kann ich dann eine Nachricht schreiben oder hier kann ich dann auf eine Internetseite oder eine E-Mail schreiben. Ganz unten habe ich die Möglichkeit, Bluetooth an- oder auszuschalten oder den Flugmodus auch an- oder auszuschalten. Und ganz unten finden wir die Möglichkeit, einen Whispering durchzuführen. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf Call First Contact gehe, dann öffnet sich auch die Telefon-App und die Nummer wird gewählt. Ja, das Ganze funktioniert natürlich auch mit den anderen Sachen und ganz unten finden wir dieses X, damit kann ich das Ganze wieder schließen. Ja, jetzt gehe ich einfach mal in die Einstellungen, um das Ganze halt einzustellen und dazu muss man einfach runterscrollen und dann finden wir einfach hier Home Chords. Wenn ich da jetzt raufgehe, kann ich hier halt die Nummern eingeben. Ich habe jetzt hier einfach mal Beispielnummern eingegeben, hier noch die E-Mail-Adresse oder hier halt die Seiten in Safari. Ganz unten kann ich die Aktivierungsmethode auswählen. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ist bestimmt für jeden etwas dabei. Wie gesagt, ich habe kurz auf die Statusbar tippen. Der nächste Trick ist ein Cydia-Trick, der vor allen Dingen für das iPad geeignet ist und nennt sich Log Web. Kostet $2 in Cydia. Und damit habt ihr die Möglichkeit, ihr seht es hier, etwas im Internet zu suchen. An der oberen Ecke kann ich hier einmal in dieses Feld eine Adresse eingeben. Ich nehme jetzt einfach mal youtube.com und dann wird hier, ihr seht es auf YouTube, kann ich dann hier einfach irgendwas suchen. Hier oben in das rechte Feld kann ich etwas direkt bei Google suchen, wenn ich da etwas eingeben möchte. Ihr seht, auch hier wird sofort bei Google danach gesucht. Hier oben habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze größer oder kleiner darstellen zu lassen. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, die Seite einmal neu zu laden oder dann das Ganze abzubrechen oder einmal vor- und zurückzugehen. Wenn ich auf dieses Symbol hier klicke, dann kann ich einmal den Link kopieren oder mir das Ganze runterladen oder in Safari öffnen oder mir noch den Quellcode hier anzeigen zu lassen. Ganz rechts habe ich die Möglichkeit, das Ganze im Vollbildmodus mir anzugucken. Dann wird halt der Lockscreen mit der Uhr nicht mehr angezeigt und nochmal rauftippen ist das Ganze wieder normal. Wenn ich in die Einstellungen gehe, kann ich dazu auch noch was einstellen und zwar kann ich das Ganze hier aktivieren oder nicht aktivieren. Die nächste Trick ist auch eine Cydia-Trick für das iPad und nennt sich Zeus und kostet $1 in Cydia. Normalerweise hat man ja auf dem Lockscreen immer hier unten die Bildergalerie, also dass man jetzt hier die ganzen Fotos sehen kann. Und mit diesem Trick könnt ihr da halt eine eigene App auswählen. Dazu müsst ihr einfach in die Einstellungen gehen und dann scrollt ihr hier runter auf Zeus und dann könnt ihr hier die ganzen Apps aktivieren, die da stehen soll. Ich nehme jetzt einfach mal den App Store. Wenn ich jetzt auf den Lockscreen gehe, dann seht ihr hier, hier ist das Icon vom App Store und wenn ich darauf tippe, öffnet sich hier der App Store. Ich kann hier auch einstellen, dass das App-Icon nicht dargestellt werden soll. Da wird dann einfach das Icon von der normalen Bildergalerie gezeigt, aber wenn ich darauf tippe, öffnet sich hier trotzdem der App Store. Und der nächste Tweak ist noch ein Tweak für das iPad und nennt sich Better Center. Normalerweise habt ihr das Notification Center nur auf dieser Größe
Und mit diesem Tweak habt ihr halt die Möglichkeit, das Ganze anzupassen, wie ihr das gerne hättet. Dazu müsst ihr einfach in die Einstellungen gehen und dann findet ihr hier unten auch Better Center. Da kann ich ja einmal im Portrait Mode und im Landscape Mode auswählen, wie die Größe sein soll. Ich mache jetzt im Landscape Mode einfach mal ganz nach rechts. Dann wird das ganz über den ganzen Bildschirm dargestellt. Ihr seht es hier bis ganz unten. Und wenn ich jetzt einfach mal in den Portrait-Modus gehe, dann ist das nur noch so, aber ich kann dann hier ja das Ganze nochmal auch ganz nach rechts machen und dann wird auch hier über den ganzen Bildschirm das Ganze ausgewählt. Ja, das könnt ihr natürlich so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ist auch ein ganz nützlicher Cydia-Tweak, ist kostenlos in der Cydia-Quelle enthalten. Der nächste Trick ist wieder ein Trick für das iPhone oder den iPod Touch und nennt sich Monobar. Und normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufnahme tätige, ist ja hier diese dicke Statusbar, also diese dicke rote Statusbar. Und wenn ich diesen Trick installiert habe, dann sieht das Ganze so aus. Und zwar ist hier halt diese Statusbar jetzt in der normalen Größe und hier unten steht halt nicht mehr die Sekundenanzahl, wie lange jetzt schon aufgenommen wird. Ja, ist ein ganz nützlicher Cydia-Tweak. Das Ganze funktioniert auch, wenn ich jetzt einen Anruf bekomme und ich dann jetzt die Telefon-App schließe, dann steht hier oben auch immer noch, dass ich zurück zum Anruf komme. Der nächste Cydia-Tweak nennt sich Multi-Story und ist auch kostenlos in Cydia erhältlich. Ja, wenn ich jetzt einfach mal ins Multicasting, also in den App-Switcher gehe, dann seht ihr hier schon, die Apps sind in zwei Reihen angeordnet und ich habe halt eine bessere Übersicht über die ganzen laufenden Apps und kann sie natürlich dementsprechend auch einfacher löschen. Hier, wenn ich noch einmal nach links wische, dann sehe ich ja diesen Musikpanel. Auch hier habe ich dann gleichzeitig die Lautstärke-Regelung an der direkt unter dem Play, Pause und so weiter Buttons und hier oben die Ausrichtungssperre. Der nächste Cydia-Tweak nennt sich Ringer Switch Tool, ist kostenlos in Cydia erhältlich. Ja, mit diesem Tweak habt ihr die Möglichkeit, über den Mute-Switch einmal zu aktivieren, ob ihr die Lautstärke, also den Ton, an- oder aushaben möchtet oder ob die Ausrichtungssperre an- oder ausgeschaltet werden soll. Normalerweise, wenn ich den Mute-Switch betätige, wird ja der Ton an- bzw. ausgeschaltet und hier kann ich halt auch noch die Ausrichtungssperre auswählen. Und zwar gehe ich dazu einfach in die Einstellungen und dann auf Ringer Switch Tool. Und da kann ich das Ganze dann auswählen. Ich habe jetzt mal Orientation Lock Switch aktiviert. Wenn ich jetzt hier einfach mal den Mute Switch betätige, dann seht ihr diese Einblendung. Die sieht auch genauso aus wie beim iPad. Jetzt ist die Ausrichtungssperre nicht aktiviert. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal aktivieren möchte, dann muss ich das Ganze nochmal machen und ihr seht ja auch schon wieder, dann ist das Ganze aktiviert. Wenn ich jetzt einfach mal in das Multitasking gehe, also in den App-Switcher, dann seht ihr hier, wo normalerweise die Ausrichtungssperre ist, dann haben wir hier das Icon, wo ich den Ton an- oder ausschalten kann. Das ist natürlich auch ein richtig cooler Cydia-Tweak, wie ich finde, und ist auf jeden Fall einen Download wert. Ja, der letzte Cydia-Tweak nennt sich Maximization und mit diesem Cydia-Tweak könnt ihr die Apps im Vollbildmodus starten. Ja, wenn ich jetzt einfach mal auf die Einstellungen tippe, dann seht ihr hier, hier oben fehlt jetzt die Statusbar. Genauso sieht das natürlich auch bei den anderen Apps aus. Um trotzdem zu wissen, wie spät es ist und wie viel Akkuprozent ich jetzt noch habe, wische ich einfach mal von oben hier so runter und dann seht ihr hier schon, da wird dann die Uhrzeit angezeigt und es wird auch angezeigt, wie viel Akku ich jetzt noch habe. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf Maximization tippe, dann kann ich hier einmal die ganzen Apps aktivieren, die jetzt nicht im Vollbildmodus gestartet werden sollen. Ich mache das Ganze jetzt mal mit den Einstellungen und dann muss ich einfach einen Respring machen. Dazu nutze ich jetzt Multi-Boot und mache dann hier einfach einen Respring. Und wenn ich dann gleich die Einstellungen nochmal öffne, ja, dann seht ihr hier oben, ist die Statusbar wieder da. Ist auch ein cooler Tweak, wie ich finde. Hat man ein bisschen mehr Platz auf dem iDevice. Und ja, wenn man die Uhrzeit wissen möchte, wie gesagt, einfach von oben einmal kurz runterwischen.
Ja, das Ganze soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein von den Best Studio Tricks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben bewerten oder mich abonnieren. Würde mich wirklich sehr freuen. Wie gesagt, erster Teil nochmal hier verlinkt. Einfach auftippen und dann kommt ihr zum ersten Teil. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.